Also der Thomas Kirchhofer ist Besitzer vom Wellnessbad in Sol in Rheinfeld, das heißt Sole Uno. Herr Kirchhofer, danke, dass Sie gekommen sind. Sie sind mit dem Flugzeug direkt hier ins Studio gekommen. Wie geht es Ihnen eigentlich? Danke, mir geht es hervorragend. Sowohl privat, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was Sie wissen, aber auch geschäftlich. Ich habe einen Grund, um diese Frage zu stellen. Eigentlich hätten Sie auch einen Grund, dass es Ihnen nicht so gut geht. Das Aqua Basilea, wo vor einem knappen Monat seine Türen aufgemacht hat in Pratteln und sich breit präsentiert als das Wellness-Badezentrum, oder wie das genau heisst, das müsste Ihnen ja Bauchweh machen. Also Bauchweh macht es mir nicht. Man sagt ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist manchmal eine platte Aussage. Das sagt man dann in so einem Fall. Aber bei uns stimmt das. Ich kann nur sagen, wir haben letztes Jahr einen neuen Rekord mit den Besuchern. Wir haben 540'000 Besucher und jetzt ist ja das erste Quartal um und wir haben wieder 10% mehr als im letzten Jahr. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Ja, das wird Ihnen niemand absprechen. Aber trotzdem, immer mehr Wellnessangebote, so Badekurorte, auch in der deutschen Nachbarschaft. Das Angebot ist massiv vergrößert worden in den letzten Jahren. Wie können Sie da immer das Neueste bieten? Wie können Sie da bestehen? Ja, ich persönlich bin ja schon ungefähr 15 Jahre oder sogar ein bisschen länger in diesem Geschäft. Und am Anfang war es ja immer sehr schwierig, Investoren, Banken davon zu überzeugen, dass das ein Geschäft ist, wo man auch Geld verdienen kann. Und jetzt haben wir und auch andere Erfolg gehabt. Und es kommen jetzt tatsächlich sehr, sehr viele neue Anbieter auf den Markt. Und ich glaube schon, dass langsam eine gewisse Sättigung da ist. Ist es jetzt einfacher für Sie, zum Geld zu bekommen von den Banken als vor 10 Jahren? Absolut. Jetzt ist Wellness voll im Trend. Und vorher sind das so Kurbetriebe gesehen, wo man gesagt hat, ja, das wird jetzt keine grosse Zukunft haben. Obwohl die Konkurrenz grösser ist, haben die Banken nicht Angst? Also wir haben jetzt in den letzten Jahren beweisen, dass wir profitabel arbeiten können, dass wir immer mehr Besucher haben, dass es uns gut geht, dass wir merken, spüren, was Gäste wollen oder manchmal sogar ein bisschen vorausahnen, was Gäste wollen. Und ich denke, wir haben unsere Sache gut gemacht und die Banken sehen das. Jetzt haben wir das Aqua Basilea vor der Haustür und ich habe gelesen im Internet, dass es Laguna, ein ähnliches Bad in Weil am Rhein, dass sie jetzt eine grosse Investitionstranche beschlossen haben. Wie klärt man da gegenseitig ab? Tut man spionieren gegenseitig? Geht man mal heimlich schauen oder schickt jemand vorbei, hey, was machen die jetzt? Oder redet man miteinander? Es gibt ja Verbände, die miteinander reden, zu einem Glas Rotwein. Wie läuft da die gegenseitige Kommunikation? Also ein Kartell gibt es sicher nicht, wenn Sie das ansprechen. Aber selbstverständlich beobachten wir, was unsere Mitbewerber machen. Ich bin selbstverständlich schon zweimal im Aqua Basilea gebadet. Angemeldet oder unangemeldet? Ich kenne den Geschäftsführer, wir haben uns freundlich begrüßt und ich habe ihm alles Gute gewünscht. Also wir haben hier ein durchaus kollegiales Verhältnis. Aber eben, wir tun den Markt beobachten, aber wir haben einfach die Philosophie, dass wir nicht zu stark auf das schauen, was um uns herum passiert, sondern wir machen das, was wir meinen, es sei richtig. Und das ist teilweise ein bisschen längerfristig als nur gerade das, was jetzt irgendjemand ein paar Kilometer weg auch macht. Das heisst, es ist für Sie nicht so wichtig, was Konkurrenz macht. Sie sagen einfach, wir machen jetzt das, mit dem haben wir Erfolg, Punkt, Ende. Also wir haben Erfolg, oder uns hat der Erfolg gebracht, dass wir uns auf ein ganz klares Segment konzentrieren. Und das ist Entspannung, Stressabbau, sogenannte Seele baumeln lassen. Und das ist das, was man bei uns im Sole Uno in Rheinfelden kann erleben. Das sind keine Wasserrutschen, das ist nicht Action, sondern das ist Entspannung. Und das ist ein Bedürfnis, das nicht nur die 60-, 70-Jährigen haben, sondern eben auch die 20- und 30-Jährigen, die immer mehr zu uns kommen. Aber gibt es auch Investitionsentscheide, wo Sie sich jetzt sagen, da müssen wir nachziehen? Also wir haben eigentlich nichts zum Nachziehen, weil wir haben in den letzten Jahren über 25 Millionen Franken investiert. Wir investieren dieses Jahr nochmal 10 Millionen Franken. Man kann also sagen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir sind ajour und wir haben ein ganz klar ausgerichtetes Angebot. Und zum Beispiel ein Laguna und mehr tun uns überhaupt nicht weh. Ein Laguna ist ein Familienbad, ist etwas, das den Kindern sehr gut gefällt. Und bei uns geht es eben eher um Entspannung. Kundschaft will immer mehr. Die Leute sind immer mehr verwöhnt. Sie haben aber immer weniger Geld. Sie werden immer weniger zahlen. Wie bewältigen Sie das Dilemma? Wir sind über sehr lange Jahre organisch gewachsen. Das heisst, wir haben unsere Investitionen immer wieder abschreiben können. Wir haben Schritt für Schritt aufgebaut und müssen jetzt darum auch nicht einen riesen Kostenblock verzinsen. Und darum können wir sehr günstige Preise bieten
im Verhältnis zu anderen. Das heisst, bei uns kann man beispielsweise für 2 Stunden für 23 Franken baden, mit allem inklusive. Von wo kommen Ihre Besucher? Kommen die von Rheinfelden und nahe Umgebung oder kommen die von Basel oder von weit her? Also ich muss mal sagen, das Einzugsgebiet vom Tele Basel und das Einzugsgebiet vom Sole Uno tut sich nicht stark unterscheiden. Wir haben vielleicht noch ungefähr 10-15% Deutsche, also aus dem Landkreis Lörrach, teilweise auch Waldshut. Aber ein Grossteil der Besucher kommen aus dem Grossraum Basel. Was ist das neue Kundenbedürfnis? Wohin geht der Trend von Ihnen aus gesehen? Also der Trend ist ganz klar, es tut sich immer mehr spezialisieren. Das heisst, die einen haben immer schnellere Wasserrutschen, immer waghalsigere Angebote und die anderen, so wie wir, haben immer mehr auf den Trend von der Entspannung setzen. Also das ist ganz klar, es gibt eine mehr Segmentierung. Es gibt beide Trends und Sie decken einfach nur den einen ab. Wir haben uns spezialisiert auf den einen, weil wir sind der Meinung, dass man nicht beides gleich gut machen kann. Was ist das, wo Sie am meisten stolz drauf sind? Also wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten 15 Jahren jedes Jahr mehr Besucher haben und jedes Jahr zufriedenere Besucher, was unsere Umfragen zeigen. Und das ist wirklich... Was ist der Renner bei Ihnen, das die Leute am meisten erleben wollen? Also im Moment ist das ganz klar das Intensiv-Solebecki. Das Intensiv-Solebecki, das ist jetzt ungefähr ein Jahr alt. Da kann man reinliegen und schweben, muss sich überhaupt nicht bewegen. Im Wasser? Im Wasser, ja, weil es ist wie dumm. Salzwasser, oder? Salzwasser, es ist intensiv Salzkonzentration, wie im Toten Meer. Und es ist so entspannend, dass wir jeden oben, wenn wir Betriebsschluss haben, Badmeister müssen Gäste wecken, die bei uns eingeschlafen sind, weil es so entspannend ist. Das könnte man auch filmen. Wie ist Sole Uno in 10 Jahren? Wir werden noch weitere Angebote dazunehmen, aber die Hauptangebote, die wir jetzt haben, die werden selbstverständlich Bestand haben. Aber wir sind wie ein Warenhaus, das vielleicht noch eine Boutique reinnimmt, irgendetwas Spezielles. Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren eine russische Banya in Sibirien gebaut, haben die hier angebracht. Solche spezielle Sachen werden unser Angebot noch abrunden. Jemand von unserer Belegschaft hat einmal bei Ihnen wieder einen Besuch abgestattet und hat am Wegweiser in Rheinfeld, in ganz Rheinfeld, den Begriff, die Marke Sole Uno, nie gefunden. Eine Stunde lang hat die Person gesucht und gesucht, vergeblich. Ja. Und ich habe dann nachher erfahren, dass die Gemeindeverwaltung sich weigert, dass die Bezeichnung Sole Uno auf den Wegweiser zu nehmen. Ist das wahr? Stimmt das? Die Story stimmt. Das ist eine besondere Ausprägung vom Amtsschimmel, die nicht unbedingt gemeint ist, sondern mehr der Kanton Aargau. Und wir sind ja als Unternehmen mehr als Sole Uno. Wir sind das Kurzentrum Rheinfelden, haben auch eine Reha-Klinik, Hotel etc. Und die Verwaltung sagt einfach, wir schreiben euch ja als Gesamtanlage anschreiben, dann müssen wir nicht nur den einzelnen Betrieb haben. Obwohl das ja 540'000 Besucher sind. Also ich denke, man hat das verdient. 540'000 Besucher. Ich glaube, in Aarau hat man alles jetzt gesehen auf Internet, dass die Aussage erwähnt worden ist. Danke immer, Herr Kircher, was Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen weiterhin sehr viel Erfolg. Und damit kommen wir zu der Ansage für die nächste Sendung. Das ist Rahel Fischer mit dem Heimspiel. Und sie wird über Boxen und Curling reportieren. Bleiben Sie dran, es lohnt sich, was Sie dort sehen, sehen Sie sonst nie nicht.